Herzlich willkommen zurück zu Fire Emblem Warriors. So, im letzten Part haben wir schon Feldlager und Vorräte alles aufgestockt und wir gehen jetzt in Kapitel 13, Corys Schicksal. Beide Armeen wurden zurückgedrängt, jedoch sind Ryoma und Zenda nirgends aufzufinden. Die Gruppe sucht nach ihnen bis zum Einbruch der Dunkelheit und sie stößt schließlich in einem Wald auf sie. There's only one place left where they could be. Over there! Isn't that Xander? And Ryoma's with him! Hey! Ryoma! Hold on. Something isn't right here. Xander, what's the matter? Say something! Watch out! Why are they attacking us? We can find out after we stop them. Oh, oh, oh. Sind wir hier etwa wieder mit böser Magie befasst? Okay, warte mal. Ich guck mal. 1000 Gegner, okay. Yes? Kann ich die jetzt schon befehlen eigentlich? Oh ja, kann ich. Die sollen das erstmal am Anfang selber machen. Wir haben am Anfang eh nicht so einen großen Bereich anscheinend, wo ich jetzt rumlaufen kann, weil der Befehlsradius war relativ klein. Ryoma und Zenda greifen an. Okay. Und wir sind ja jetzt Erzlord, das heißt, wir sind krasser. Habe ich noch neue Kombos? Gibt's hier Schlüssel oder muss ich so. Nee, es gibt Schlüssel. So, mit diesem Gegner sollten wir es nicht frontal aufnehmen. Oh, Zenda. Hui! Oh, die kann ich gar nicht wehtun. Das ist ja voll mies. Oder doch? Moment. No. Kann ich nicht. Komm mal mit mir, Cordelia. Wir hauen mal ab. Dann gehen wir hier lang. Ziemlich unangenehm gerade. Aber passt schon. Zack, 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 zack. Jawoll. Nice. Die Tür ist nicht auf. Unangenehm. Ich habe mich aus Versehen getrennt von meinem Mate. So, nochmal heilen. Weil Zenda hier am Start ist, tut das ganz schön weh im Rücken. Da können wir einfach weitergehen. Das ist ziemlich unangenehm. So, können wir einfach weiter. Danke. Und nebenbei noch dicke Gegner klatschen. So, zack, 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 zack. Oh, oh. Corin! Okay, die Version von Corin wurde. Ach klar! Klar gibt es eine Standardversion. Die kennen wir da aus Smash Bros. Warum ist sie denn so evil? Aber die Corin können wir, glaube ich, angreifen. Nein, können wir auch nicht. Okay. Dann nicht. Ich habe das Gefühl, dass es in der Mission. Ach, Iago, der Penner. Okay. Du kleiner Sack. Du kleiner Sack, ey. Oh, Corin, geh weg, bitte. Ich will doch nur mal eben den hier weg haben. Danke. Besiege Iago. Aber eben wechseln. Damit wir nicht mehr so einen Schwachpunkt haben gegen den hier. Narren. Oh Gott. Geh mir doch nicht auf Eier. Was ist denn, wenn ich das mache? Da juckt Corin auch nicht dran, ne? Doch. Aber die kriegt davon keinen Schaden wahrscheinlich. Die wird nur von der Animation mit eingenommen, weil es nicht anders geht. Der Weise. Oh, komm, einen Schaden bekommen.
Der Weise steht da oben, oder was? Nee. So. Neue Nebenmission. Oh, Ryoman Sender. Ich wollte die gar nicht. Egal. Die kriegen halt auch gar keinen Schaden, ne? Das lohnt sich nicht. Oder? Ich geh mal da lang. Einfach mal ein bisschen vor. Sind die schon wieder hinter mir? Das nervt minimal. Was ist Lyanna? Lissa. Lyanna, sag ich schon. Lyanna bin ich doch. Du bist ein Magier, aber nicht der Weise. So. Da ist der Weise. Danke, Cordelia. Die hat den Angriff geblockt. Bei den ganzen Geblinke auf der Map kann man manchmal nicht sehen, was die Mission jetzt von einem will, wo der ist. So. Der Weise lebt immer noch. BTF. Bin von dem Gegner besiegt. Bei diesem Kumpelangriff muss man manchmal echt aufpassen, dass die auch treffen. Ist das eine Gefahr? Oh, shit. Warte mal. Och, Yoma ist ja da. Bist du wahnsinnig? Geh doch weg. Mädchen. Mädchen. Alter. So. Oh, fuck, die sind ja alle hier. Warum sind die hier? Könnt ihr bitte weggehen? Oh mein Gott, seid ihr, ihr seid so nervig. Geht weg. Ich hasse halt Gegner, gegen die man nichts machen kann. Schrecklich. Prinzling? So. Holen uns mal einen Arsch voll Gegner da rein. Ja, we have to hurry. Jago muss schnell besiegt werden, das ist wahr. Da komme ich nicht rein. Wie komme ich da rein? Von da. Da war Corrin am Start. Ja, da kann ich ja nichts machen gegen. Das ist halt das Doofe. Ich kann gegen diese Gegner nichts machen, außer halt draufprügeln. Ich habe nur noch einen Stab. Ich sollte die nicht so verschwenderisch verschwenden. Außerdem brauche ich immer noch einen Schlüssel. Ist irgendwo ein Schlüssel auf der Map? Nee. Südfestung wird zu fallen. Warte mal, wo ist denn Frederick? Frederick, mach doch mal. Yes, sir. Das ist Corrin, ne? Ja, da kann ich nichts machen. Roger. Was soll ich dagegen machen? Lissa, geht da weg. Das bringt nichts. Hier, geh dahin. Damit, ey. Ja, die fallen. Ja, was sollen sie tun? Ich kann dagegen nichts tun, wenn da Corrin oder Zen da drin sind. Die sind zu krass. So, der Magier wurde besiegt. So, Iago. The time is come to shuffle off your mortal coil. Tremble now at the sight of my power. That of Nor's greatest tactician, the Dread Mage Iago. Okay, Iago. LOL. War ein nicer Block von Cordelia. Problem, was ich habe. Wo kriege ich den Schlüssel her? Weil das ist meine Hauptmission hier. Komm, wir gehen mal wieder weg.
Was ist denn hier? Nix, okay. Wo kriege ich einen Schlüssel her? Was muss passieren, damit ein Schlüssel kommt? Was muss da noch was passieren? Passiert nach Iago noch was? Das ist jetzt die Sache. Wo kriege ich den Schlüssel her? Kommen die erst bei 1000 Gegnern die Schlüssel? Das kann ja auch sein. Die Gegner spawnen ja dann erst. Deswegen erstmal hier aufräumen. Hast du schon Nate Frederick? Nein. Holy shit. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Hier ist gerade ganz böse Party. Ja, weil die jucken es ja nicht mal. Also es ist halt. Das ist halt so dumm. Das ist die Schläge, die nicht mal jucken. Das ist so. Ja, warte. So, tschüss. Können wir die Festung hier nochmal kurz einnehmen? Damit die hier wieder was zu tun haben, die drei. Oh, jetzt hat er die besiegt. Nein, besiegt ihn doch nicht. Vorübergehend das Schlachtfeld. Das heißt, er kommt wieder. So, das Andenken haben wir. Okay. Ich glaube, hier passiert noch was. Ich kann ja noch was machen. Das heißt, es wird was da unten spawnt oder was? Die greifen uns nicht mehr an. Kann ich die zaun? Okay, hier passiert noch was. Okay, warte mal. Kümmer dich mal darum. Yo! So, wer von euch hat den Schlüssel? Holy shit. Ach nö. Warum? So, jetzt muss ich auf der Map achten, wo der Schlüssel spawnt. Und nebenbei noch große Einheiten wegmachen. Weiß ich nicht, Corin. Warum verprügelst du uns? So. Pass gut auf Ryoma, Zander und Corin auf. Ey, das konnten die gerade ganz gut auch alleine. Weiß ja nicht, warum ich jetzt auf die aufpassen sollte. Warum bin ich so schwach gegen diese Einheit? Ich habe doch schon ein Master-Siegel drin, Alter. Danke. So, können wir hier mal eben aufräumen. Ist das unsere jetzt? Nice. So, Magier wurde besiegt. Ah, ein Schütze. So, weg. Hier ist ein Dicker, der nervt. So, hier sind wir neutral gegen. Frederick ist not. Das ist uncool. Ja, ich merk's. Ich helfe dir ja schon. Das ist der Angriff, den ich meine. Der ist zu übel. So, das ist jetzt unserer. So, alles gut, Frederick. Oh, fuck. Warte, warte. Nein, warte. So. Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Da muss ich lang. Okay. Manchmal muss man auch die Orientierung mal wieder gewinnen. Oh, nice. Den Vorposten mitgenommen. So. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. So, alle mal wegmähen hier. Wir haben immer noch nicht. Der Thronschlüssel ist da. Habe ich ihn gerade richtig gesehen? Ja, da ist er, okay. Ich sehe ihn. Machen wir den mal weg.
Der ist relativ nah an der Truhe, das gefällt mir. Dann können wir uns danach mal der Mission widmen. So, da... Oh, da ist ja auch Party. Warte mal. Wenn du die CPUs befehlst, also die Mates... Ach, Joma, hi. Deswegen war hier so viel Stress. So, Schlüssel haben wir jetzt. Hier ist noch ein Gegner. Warte mal. So, muss ich Ryoma heilen? Ich habe eh keinen Heilstab mehr. Okay, einmal die Kiste holen. Da müsste das Meistersiegel drin sein. Theoretisch. Weil noch eine Kiste sehe ich hier nicht. Neue Waffe? Okay, es war kein Meistersiegel. Dann bin ich jetzt verwirrt. Wo ist das Meistersiegel? Ich weiß es nicht. Eigentlich sind Meistersiegel immer in so Kisten drin. So, hier ist Ryoma am Start. Wenn wir den wegmachen, schafft er das easy. So, wenn wir die dicken Einheiten wegmachen und die Vorposten blau, sollte das alles ganz gut funktionieren. So, Corin ist safe da hinten. Warum kann man hier nicht durchlaufen? Das ist so Bullshit. Wo kriegen wir das Meistersiegel her? So, hier die Einheiten mal alle wegmachen hier, die Vorposteneinheiten. Sind immer relativ wichtig, die spawnen ja hier dann immer und nerven rum. Level up, nice, für Frederick. Nein, stoß ihn noch nicht weg, das ist immer doof, das sind immer doofe Kombos, wenn die Gegner wegstößt. So. Den Magier machen wir jetzt einfach mit einer A-Attacke. Schlitz sollte reichen. Ja, sieht gut aus. Nice. So, das ist unseres. So, dann machen wir den Magier auch noch weg. Okay, wo ist das Master? Hier gibt es doch so viele Nebengänge. Oder gibt es einfach für die als Belohnung das Meistersiegel von der Mission? Das fände ich weird, wenn ich ehrlich bin. Frederick, kannst du mal da runtergehen und da mal prügeln? Einfach nur um zu gucken. Warum ist hier die Tür nicht auf? Passiert hier noch was? So. Verprügeln wir den mal. ...2000 Gegner besiegt. Holy shit, man. Das war... Ach, da ist es! Meistersiegel. Ah, dankeschön. Kann der vielleicht fliehen und dann kriegt man das nicht? Das kann sein. There will be no mercy for you. Stop with your lies. Your time has come. Mission complete. Is that all you have to offer? Scary words? Ooh, I'm trembling. Fated to meet in battle, but it doesn't have to be today. Let's sheathe our swords in pursuit of a shared goal. Yes. We must protect our siblings and return to our homelands. Xander, Ryoma, thank you! With both of you working together as one, I'm sure that we'll be unstoppable! Indeed. Right.
Also jetzt schon sofort drei Stück mehr, das ist schon hart. Also, das ist ein Spielshortener vom Allerfeinsten, würde ich sagen. Holy shit. Okay. Oh, neue Waffen. Nice. Oh, neue Waffe. Und noch Meistersiegel. Nice. Dann können wir noch einen Meistersiegeln. Unterstützungslevel. Die überspringe ich mal alle. Ryoma, Corrin und Xander stehen jetzt zur Verfügung. Okay. Lagerung der Zitadelle. Die Armeen von Ushido Nord treten in eine instabile Waffenruhe. Okay. Geheime Festung, Darius. Bin mal gespannt, ob man jetzt noch in ein anderes Universum kommt oder keine Ahnung. Wahrscheinlich hat Lyanna auch ein dieses Pyroxen. Dann würde kein anderer Char mehr kommen. Dann würde dieses Spiel in Awakening und Fates spielen. Hauptsächlich. Ich glaube, die Leute haben sich andere Dinge gewünscht. Aber mir ist das egal. Ich habe Fates gespielt. Von daher passt mir das sehr gut. So. Alle Ausrüstung optimieren. Dann gehen wir mal ins Feldlager. Kann ich hier auch nochmal alle optimieren? Nein. Schade. Oh. Moment. Wir gehen zu Lyanna Roan. Spiele ich nicht. Deswegen machen wir das schön bei Lyanna erstmal alles, was ich machen kann. So. Corrin. Wird wahrscheinlich auch Erzlord, so wie Lucina. Obwohl nein, sie wird Prinzessin. Ja, was wird sie denn? Norse oder Hoshidos? Oder Erzritter? Ich weiß gerade gar nicht, was sie alles werden konnte. Was konnte denn Corrin alles werden? Ich weiß gerade gar nicht. Erstmal hören wir uns hier die Stimme, die sich 50 Mal wiederholt, an. So. Hier geht's auch nochmal weiter. Ah, Bücherfibel kriegen wir voll, okay. Okay, den nehmen wir mit. Meistersiegeln wir sie direkt. Welches Level hat sie denn? Auf jeden Fall Level 15. Ach komm. Sie wird wahrscheinlich eh Erzlord. Ich wüsste nicht, was sie... Also, sie kann ja nicht Prinzessin Nor oder Hoshido werden. Weil wir sind ja beides. Ulala. Adelige Nor. Wieso wird sie denn Nor? Das macht doch gar keinen Sinn. Na gut. Nehmen wir hin. Ist sie halt sexy hexy. So. Ryoma. Pushen wir auch mal voll. Ich habe bald kein Geld mehr. Holy shit. Das ist voll teuer, die alle aufzuleveln und so. Deswegen kriegt man so viel Geld. Oh. Und vorbei. Das kriege ich noch hin. Okay, jetzt haben wir kein Geld mehr. Jetzt brauche ich nicht weiter gucken. Jetzt muss ich aber nochmal in den Vorrat, weil ich jetzt... So. Weil... Wir ja jetzt neue Waffenlevel haben auch. Okay, und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part von Fire Emblem Warriors. Bis dahin, ciao, ciao.